Freunde, wir sind jetzt in München und ihr seht schon, wir sind im Audi-Dom und es ist wirklich eine echt super coole Kulisse und wir sind alle sehr, sehr heiß und wir sind sehr dankbar, dass wir das mit RTL Plus umsetzen können. Alleine hätten wir dieses ganze Konzept niemals so hinbekommen. Also sehr, sehr cool, dass ihr da uns unterstützen. Ihr habt übrigens die Chance, falls ihr es irgendwie verpassen solltet, eine Woche lang könnt ihr jedes Einzelspiel kostenlos bei rtlplus.de euch nochmal angucken im Nachhinein, falls ihr irgendwie was zu tun habt an dem Tag. Und zusätzlich, seht ihr es ja auch schon überall, ihr könnt euch gerne nochmal die UEFA Euro League angucken und die Conference League, die gibt es auch bei RTL Plus. Viel Spaß damit. Achso, es geht jetzt los, ne? Wir sind jetzt in München, Freunde. Diejenigen, die im Zug pennen können, größtes Mysterium. Es ging nicht, so halb geschlafen. Ich hab so krass geschlafen. Sagst du was wach, Evi? Wir machen hier ein paar Taktiken. Omid hat eine Gruppe aufgemacht, Titelverteidigung. Da ist unser erster Feind. Rede nicht mit dem Gegner. Montana Black, du bist das Pressing-Opfer bei uns. Wenn du den Ball am Fuß hast, sprinten alle vier von uns drauf. Das ist der Matchplan. Das ist Koray, mein Mod. Ja, Koray, Mann. Er sieht aus wie Recep Ibedin. Und jetzt kommt ein Gänsehaut. Junge, cool ist das. Das wird so abgehen. Boah, wir gehen hier gerade alles durch, wie man am besten was macht. Aber erster Eindruck ist schon brutal, muss ich sagen. Kannst du das mal hier filmen? Die Kulisse ist auch geil. Und auch die Kleinigkeiten, die Banden hier ist ja Vita-Welt-Werbung an dem Ding da drin, ne? Das wird morgen auch richtig laut, glaube ich, Freunde. Wenn man jetzt hier so drin steht, dann ist das nochmal ein bisschen unreal, muss ich sagen, weil hier so viel Technik, da seht ihr jetzt auch mal, Freunde, das ist alles nicht von heute auf morgen passiert, da steckt echt viel Arbeit hinter. Ohne Support hätten wir das niemals geschafft. Rohat meinte, er ist nicht so schlecht damals, er war Fußballspieler, er meinte, er kann noch. Du hast ihn jonglieren gesehen, ne? Wie war das? Der macht 5. Fünf jongliert mit seinem großen Zeh, so richtig komisch. Also man sieht schon, wie viel dahinter steckt, wie viele Leute hier schon wieder arbeiten müssen. Danke an die ganzen Sponsoren, die dahinter stecken, die uns das ermöglichen. Erster Eindruck der Halle ist echt cool. Geiler Platz, geile Banden, coole Vita-Welt-Werbung. Man muss auch sagen, ich denke mal, das wird morgen ein richtiger Hexenkessel. Weil die Halle so klein ist. Also man denkt bei der Grafik, wo man so die Tickets kaufen kann, dass die Tickets, die oben sind, die billigsten, dass sie scheiße sind, aber die Tickets da oben sind so cool. Man hat so gute Plätze da. Deswegen, ich denke, es wird morgen richtig geil. Ich freue mich drauf. So, wir sind hier gerade alles durchgegangen. Generalprobe haben wir gerade gemacht. Technik läuft, alles passt. Jetzt gehen wir zurück ins Hotel. Und morgen geht's los, Freunde. Großer Tag. Ich bin auch schon nervös. Wir sind jetzt hier in der Halle, Freunde. Es ist immer noch hier, alles wird vorbereitet, ihr seht ja. Ich bin wirklich nervös, gestern ging es, aber jetzt bin ich wirklich nervös. Wir haben schon einmal gewonnen, wir müssen nicht gewinnen, aber mit Zuschauern, dass hier alles funktioniert, dass alle reingelassen werden, so, also sowas gab es halt noch nie bei mir und ich hoffe, dass alles gut geht. Aber ich bin guter Dinge. Meine Erwartungshaltung ist, dass es erstmal bombenvoll wird, dass die Stimmung mega wird. Für mich persönlich, dass ich den Titel verteidige. Ich denke, was wird richtig hitzig heute werden, also ich bin gespannt, der Spaß steht natürlich an erster Stelle, aber ich denke mal, es wird trotzdem sehr, sehr hitzig werden. Die Titelverteidiger verteidigen ihren Titel heute wieder. Erwartung für heute, ich habe ja gesagt, wir müssen das Ding gewinnen. Guck mal, er guckt schon so böse. Ich werde den so wegknallen, ich werde dich so wegmachen, das weiß er gar nicht. Mein Favorit, ja, auf den Titelgewinn ist das Team von Eli Geller. Die Erwartung ans Event, dass es ein geiles Event wird, ne? Und meine Prediction, wer gewinnt, Team Viscabasa, hat keiner auf dem Schirm. Erwartung ist Sieg holen. Ja, also ich erwarte ein sehr, sehr cooles Turnier, geile Stimmung. Ich bin gestern um 5 Uhr nach Hause gekommen, wir waren noch unterwegs mit den Jungs. Eidos und so und Club. Wir machen uns jetzt schon mal ready. Erstes Spiel gegen Eli Geller, Digga. Ein knaller Eröffnungsspiel auf jeden Fall. Erstmal riesen Props an Eli. Ich glaube, das ist das beste YouTube-Event, was ich jemals gesehen habe. Also für mich war damals immer nur ein Highlight. Stadtmeisterschaft in der Jugend. Also ich bin echt extrem hyped und ich glaube, das wird ein 10 von 10 Event. Du musst nur rennen. Ja, kannst du für mich rennen? Ja, ich werde rennen. Und ich werd zwei Camp, die dürfen nicht an dir vorbeikommen. Das brauche ich von dir. Okay. Ich bin extra in Schlafen gegangen heute. Ja. Alle schätzen dich gut, Alter. Digga, jetzt ist Kacke, Digga. Jetzt habe ich ein bisschen Druck. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ja, alle sagen schon, okay, du gehörst zu den Besten. Ja, das ist halt ein erster. Aber bist du gut? Ja, Hessenliga, Digga. Was ist das? Das ist zweithöchst, ist Junioren-Bundesliga. Also ich war Jugend immer nur. Ich bin eins unter Junioren-Bundesliga. Ja, also wer da gut ist, dann haben wir ein Problem. Ich bin nervös.
Ja? Ja, aber ich mach gerade ein bisschen locker. Ja, mach bitte. Du bist heute unser Stürmer. Mach 1-gegen-1 vorne von mir aus, aber spiel auch ab. Abspielen. Nein, so deswegen gewinnen wir. Die Halle füllt sich, freust du dich? Da. Digga, ich bin echt nervös, ich schwöre. Siehst du ihn zum ersten Mal? Ja. Hier, alles klar? Alles gut. Bei dir? Alles gut, ja. Wie geht's? Gut hier? Ja. Oh, viele Leute da heute sind, gell? Digga, sind noch 3000 draußen. Hey Eli, danke für die Einladung. Guckt euch rum, was der Mann gemacht hat mit RTL gemeinsam. Das ist gestört, ehrlich. Wir wollen gewinnen. Wir haben Eli als Coach, als Mentor und wir haben Heimvorteil. Wir werden alles rasieren, wir werden gewinnen. Ich erwarte ein Hattrick von Eli. Nee, aber ey, Gamer Team Brovski, die werden gewinnen heute. Mit Ansage heute. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Wir singen Rumba, Rumba, Rumba. Hallo München! 6600 Menschen, ausverkauftes Haus. Hallo München! Herzlich willkommen zum Real Life Eli Geller Cup 2022. Wir starten direkt mit den Teams und die stehen alle schon da hinten in den Katakomben. Das erste Team, Visca Barsas Team, mit Meti, mit Musti, mit Niklas Neo, mit Pazzo, mit Medi und mit Kuba Vito. Wir kommen zum zweiten Team und das ist das Team von Gamer Brother. Mit dabei ist Hamid, Umut, Reason, Pipe Drew, Basti, Erne und Younes Saro. Wir kommen zum nächsten Team und das ist das Team von Sascha, unsympathisch. Mit dabei ist Spendi, Karma, Ali, Wakes, Bossio und Prons. Wir kommen zum nächsten Team und zwar ist es das Team von Amar. Mach Lärm für Vidal, für Eldos, für Rotatos Lukas, Rotatos Lars, Stylo und Dia. Das nächste Team ist das Team von Mickey. Mit dabei ist Predator, Ian Prescott, Jeffrey, Nikki, Bene und Smexy. Und das ist das Team von Trimax. Mit dabei ist Tom Supreme, Furki, Dullenmike, Henzo, Leni und Kevin Panewitz. Team Nummer 7 ist das Team von Sydney. Und dabei sind Timme, Rohan, Timo Wiese, Payne, Abu Goku, Montana Black und Sydney. Wir kommen jetzt zum Team, was den Titel verteidigen möchte. Es ist das Team von Gastgeber. Und ich freue mich jetzt, dieses Team anzumoderieren. Es ist das Team von Eli Geller. Mit O, mit Shea, mit Omen, mit Rian, mit Lefty, mit Ada. Und ein gesonderten Applaus für den Veranstalter zum zweiten Mal von Real Life Eli Geller Cup. Macht mal Lärm für Eli Geller! So, und dann würde ich sagen, können wir loslegen, Freunde. Der zweite Eli Geller Cup. Hallo nochmal auch hier in die Halle vom Kommentatorenplatz. Team Sydney ist bereit, Team Eli ist bereit. Qualle, gib ihm! Das Spiel ist freigegeben. Sydneys Mannschaft in den rosa Trikots zunächst von links nach rechts. Sehr hübsch von Sydney, sehr hübsch. Wer spricht da von geprellter Rippe? Der Mann kann's. Eli mit Gegenpressing. Und Eli mit dem ersten starken Trick, den macht er gut. Elias Lehrlich. Und was ist das? Das 1-0. Wer spricht da von geprellter Rippe?
Barkeeper. Richtige Entscheidung und Eli ist da. Sehr gut, schlau über die Bande gespielt. Und die Gelegenheit auf 2-0 zu stellen. Warum nicht? Gott, das ist jetzt... Warum nicht? Roll! Geht Fischen, holt ihn sich. Schlag von Eli hinten als Quarterback. Eli braucht eine kurze Pause. Starkes Spiel gemacht bisher. Und Sid gleich mal mit einem Gruß aus dem Hintergrund. Oh, da ist er! Marcel Neuer! Boah, Sidney. Herausragend technisch. Nach wie vor, keine Frage. Komm, Friede. Ja, Friede! Sidney mit dem Anschlusstreffer. Kurz vorm Ende der ersten Hälfte klingelt's auch bei Team Eli. Walle ist, glaube ich, wieder bereit, Team Eli ist bereit und Team Sydney ist bereit. Spiel ist wieder freigegeben, jetzt wieder mit Eli. Elis Team in den blauen Trikots von links nach rechts, zweite Hälfte im ersten Spiel beim Eli Geller Cup. Rohab, der Mann fürs aggressive Anpressen. Sehr quirlig, sehr wendig. Konterchance für Elis Team. Oh, 3-1! Klingelingeling! Sydney ist einer, der sucht das 1 gegen 1. Und dann hat er noch die Übersicht! Risikoreich, aber läuft. Hat funktioniert der Trick von Eli. Der von hinten als Antreiber agiert. Keine Chance für Monte mehr. Kommunikation ist alles auf dem Platz. Und Omid wird schon wieder zu Katze, es ist nicht zu fassen. Omid, er hat's gesagt, er will den Titel mit aller Macht verteidigen. Nächster Treffer, 5-1. Ja, ganz schönes Ding von Lefty. Aha, Abu Goku, 5-2-0. Und Abu wird gefeiert, und zwar vollkommen zu Recht. Schlussminute läuft im ersten Spiel. Ich freue mich gleich im zweiten Spiel auf den Co-Kommentator, auf Wiska Barca, aber Eli! Oh. Beste individuelle Aktion des Spiels von Eli. Das wäre die Kirsche auf der Torte gewesen von Eli. Kommt er jetzt nochmal zum Anschluss? Mit der Hacke, mit Übersicht! Kommt er jetzt nochmal zum Anschluss? Mit der Hacke, mit Übersicht! Eli auf seinen Bruder, Pitchpatch 6-2. Und das quasi mit dem Schlusspfiff. Mein Field-Reporter ist jetzt endlich da. Er hat gestern noch selber gespielt. Und da könnt ihr auch gerne mal leer machen. Der ist heute Morgen nach dem Training direkt losgefahren. Macht mal leer für Willi! Ja. Ich war, glaube ich, noch vor 3 Stunden auf dem Platz. Jetzt bin ich in so einer brei gefüllten Halle und sag mal Hallo in die Runde, ne? Hi! Ich denke, super Teamleistung und 6-2 erstmal Statement gesetzt, ein bisschen Respekt von einer anderen Mannschaft geholt. Ja, war gut. Erstes Spiel gewonnen. War anstrengender als erwartet. Ey, 5 Minuten pro Halbzeit ist schon echt ordentlich. Erstes Spiel 6-2 gewonnen. Wir haben gut gespielt. Mich nervt es aber mit diesen Einzelaktionen. Letztes Tor, das 6. Tor. Spielen miteinander. Hacke, Tor. So einfach. Alle anderen Teams haben noch nicht gespielt oder haben verloren mit 0 Punkten. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Und das ist Team Gamer Brother versus Team Unsympathisch. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm falling. Okay. That's why I ain't calling. Phone and progression. It's all that I wanted. The phone and affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling.
and the birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something that's fine. Throwing in progression, it's all that I wanted. A full in affection, I summon it double. Why you be acting like I'm nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. 4-1, das ist dann schon eine Ansage. Respekt an Timo und Sympathisch TV. Das ist die Tabelle und kommen jetzt zum nächsten Spiel und das ist das Team Amar versus Team Trimax. Das sind die Schiedsrichterentscheidungen, das muss der Schiri entscheiden. Wir haben kein VAR, kein Videoassistent. Und dann kommen wir nämlich auch zum nächsten Spiel und das ist Team Mickey versus Team Viscabasa. So, Tabelle, Team Illigella 3 Punkte, Team Amar 3 Punkte, Team Trimax 0, Team Sydney 0. Mickey mit dem Tor! Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all that is. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Stimm mal die Halle ein für dich. Messi, 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 Messi. Und jetzt, wo sind meine Ronaldo-Fans? Für alle, die Team Ronaldo sind, da höre ich jetzt ein kräftiges Sü. So, Anton. Für alle, die für den Goat sind, für Team Messi, einmal Messi. Ich bitte noch einmal um Aufmerksamkeit. Ey, Meti ist echt eine gute Anspielstation hinten im Tor. Ist auch wichtig, ein Mitspieler. Torwart zu haben, muss die mit dem Kabinettstückchen Roulette einmal ins Dicke drehen. Diese langen Bälle hinten raus, mal so um Balance einzustreuen, um mal ein bisschen was anderes zu machen. Überzeugte Situation, Pazzo, gut verteidigt. Kuba Nico mit der Hand. Kuba jetzt schon bis jetzt sehr unglücklich. Seitverzieher sehr schön, schön gehalten von Meti. Muss die wieder mit dem Roulette. Der hat nur eins gebraucht. Oh, macht er sich auf den Boden flach. Meti macht einen Scherenschlag. Oh! Das gibt's nicht. Weiter und jetzt geht's. Was? Meti, oh was mein ist Gott. Jetzt das? Ey, Applaus, Applaus. Der gibt alles, Mann. Der gibt alles. Boah, Elis war auch wundervoll. Wäre der drin gewesen, ne? Schön, wieder schön gehalten von Meti. Man of the Match bei Team Viscabasa, Meti. Und wieder. Jeffrey. Und hübsch. Es sieht nach 3 Punkten aus und Meti macht es wieder gut. Pazzo macht das in Doppelpack. Macht das in Doppelpack. Oh, Jeffrey ist eine Wand und da gibt es den Konter. Und das kann richtig teuer werden. 3 gegen 1, müssen zu machen. Meti ist da. Kein Foul, kein Foul. Ja, nein. Ich stehe, die letzten 30 Sekunden, Leute. Kuba, auch nicht. Kuba nicht so hoch. Niklas, auch nicht. Spiel ist durch, 1-1. Ist es gewesen. Super Leistung von beiden Teams. Das zweite Spiel von Eli Gellers Mannschaft, die souverän gewonnen hat, das sehen wir ihn. Ich habe Melina mit dabei als Co-Kommentatorin. Bitte macht mal ein bisschen Lärm für Elis Freundin. Melina, was hast du mitbekommen schon von diesem Turnier? Was hast du, konntest du Eli schon zwischenzeitlich mal sprechen? Ja, ich habe ein Elastico von Eli gesehen. Oh, und wir sehen das 1-0 für Team Amar. Ah, das ist ein Gegentor, scheiße. 1-1. Ich finde, Omid macht das auch gut. Ist auch eine super Leistung. Oh, der Pass ist super von Eli. Guter Ball von Mooba. Ja, macht Eli das erste Tor. Nein, der hat einen Blick. Boah, super Ding. Der zählt. Hat den Kopf oben und der passt einfach genau. Ihr seid der
Titel, Favorit, Titelverteidiger. Deswegen sagt den Leuten jetzt nochmal, warum die ausrasten. Eli hat das Ganze hier auf die Beine gestellt. Zweites Spiel, Halbzeit. Mir geht die Pumpe. Mir geht die Pumpe. Macht nicht nur für Eli, sondern für alle, die beteiligt sind. Das Management, die Leute im Hintergrund, die Texte. So sieht's aus. Vielen Dank zurück zu Olli. Lefty Hooks. Wenn man hoch angelaufen wird, wie hier von Riyadh. Und jetzt Eli! Ja! Tor Nummer 1 für Elias Erdig! Felina, was macht er da richtig? Aufs Tor schießen! Vielleicht ist Team Amar auch ein bisschen platt. Die hatten ein bisschen weniger Pause, muss man sagen. Jetzt fängt Team Eli an zu zaubern. Moreover! Oh. Eli! Das ist nicht zu fassen! Es sieht nach einem Sieg für Eli aus. Es sei denn, Dia hat noch was dagegen. Zumindest Ergebnis Kosmetik 5-2. Da entstehen fußballerisch sehr schöne Sachen. Und jetzt hat der Referee genug. 5-1, das war eine Ansage. Vielen, vielen Dank, Melina. Zweites Spiel zu Ende. 5-2 gewonnen, da haben wir gut gespielt. Mit diesen Hin- und Her-Klatschen, weil dann sind die auch konditionell komplett am Ende. So spielt man Fußball. Team Eli Geller mit 6 Punkten, danach Team Amar mit 3, Team Trimax 0 und Team Sydney auch noch 0. Wir kommen jetzt zum nächsten Spiel und das ist das Spiel Gamer Brother vs. Team Mickey. Juhu, das ist 2-0, so sagen wir. Und es ist der Doppelpack von Mickey. Oh, schlau im Leben. Und es spielen die wunderschön. Das ist ja nichts wunderschön. Und das ist das 0-5. Und jetzt wird's zum Debakel. Vielleicht und hier der Ehrentreffer. Und das wollte ich. Anschlusstreffer. Ja. Zum Spielende noch den Ehrentreffer. Was wäre mehr? GGs an alle. 1-6. Gamer Brothers Team so gut wie raus. Auf Platz 1. Team Mickey in der Gruppe B, auf Platz 2 Team Unsympathisch, auf Platz 3 Visca Barca, auf Platz 4 Team Gamer Brother. Freunde, wer jetzt von den beiden Teams verliert, ist raus. Es ist ein ekliges Game. Team Trimax gegen Team Sydney. Für wen seid ihr? Team Sydney? Team Trimax? Trimax stößt an, Team Trimax in den gelben Trikots, jetzt zunächst von rechts nach links. So, wir sehen es hier auch direkt, ne? Die Gelben. Das ist das Team von Trimax. Sieht man hier vielleicht schon den ersten Treffer? Es ist der erste Treffer. Und es ist Trimax. Und es ist Trimax. Wahnsinn. Die Idee war nett. Die Idee war super. Oh, 2-0. Da ist es 2-0. Aber muss man auch sagen, also Hut ab davor. Ne? Ich kenne es ja selber. Und da ist er. Was? Und er schlägt so. Aus dem Nichts. Payne, Jonas trifft. 1-2, Anschlusstreffer. Oh, da ist das 3-1. Und direkt die nächste Bude. 3-1. Aus dem berühmten Nichts. Hier sehen wir es jetzt nochmal in der Wiederholung. Ah. Nicht das aufgepasst. Nicht. Aber hier auch mit. Ist auch Anlack, ne? Mit den Pfosten. Die Liga Platz 1. Wird ja das Sinn immer so. Sehr gut. Und da ist Panemitz. Boah. Ball. Boah, geht in die Mitte, geht in die Mitte, geht in die Mitte. Ah, und da schade, leider ein bisschen vertrödelt schade, der Ball. Schade, schade. Ja, und das ist jetzt hier das 2-1 gegen. Oh. Marcel Neuer ist wieder da. Er hat die Stärke mit dem Fuß, ne? Er hat die Stärke mit dem Fuß auf jeden Fall. Will sich auch nicht nochmal an der Hand verletzen. Und Sydney. Aha, was eine Ansage. 2-4 nur noch. Man hat das Gefühl, der Mann hat schon mal höher Fußball gespielt. Oh, Trimax, der Doppelpacker. So viele Controller und Keyboards, wie er schon kaputt gemacht hat, den bringt er auch hier mit rein. Und er wird direkt getunnelt jetzt hier und da geht er rein. Oh, das ist die Entscheidung, würde ich sagen. Und man muss sitzen. Definitiv, jetzt ist es ja schon 6-2. Und es ist das 7-2. Wow. Was ist denn das hier? Das wird auch nochmal sehr entschleunigt hier. Ich weiß, was Sydneys Notfallplan ist. Mhm. Umziehend. Oh, 8-2. Alter. Tom ist es. Oh, nochmal Ulti. Oh Gott.
das machst du nicht. Das ist ja krass. Das ist Wahnsinn. Ich war mit Amar zusammen bei PSG gegen Real und ich muss sagen, bessere Aktion haben wir da auch nicht gesehen, oder? Definitiv. Das ist ja nochmal eine andere Weltklasse. Das sage ich dir so, wie es ist. Und Sinn nochmal. Oh! Und jetzt München! Steht mal jetzt auf! Wir sehen das torreichste Spiel. Guck's dir einfach an. Dieses Nachmittags. Oh! Und das Spiel ist rum. 3:9. Amar und ich wurden Zeuge eines unfassbaren Fußballspiels. Team Sydney rausgeflogen. Das ist so gut wie sicher. Das ist der zweite. Wir müssten gegen Team Amar hoch gewinnen. Und wir müssen richtig hoch gegen Trimax gewinnen. Aber Bruder, ich mach die Teams so, wie die es mir sagen. So, die, mir sagen die Leute, ich bin besser als der und der und der und der. Ja, das ist okay. Ich frag die ja vorher. Aber man merkt, ich gebe Sydney wurde jetzt zweimal. Ich gebe ihnen nächstes Jahr wirklich ein gutes Team. Aber dann werden die alle gewinnen und dann holen die mich alle wieder voll. Sydney war unfair. Team Illigella 6 Punkte, Team Amar 3 Punkte, Team Trimax 3, Team Sydney 0. Es wird schwer, es war aber trotzdem gut. Das nächste Spiel ist Team Unsympathisch versus Team Visca Barça. Das macht er überragend. An der Bande Cubanito Pazzo. Kurz vorm Hattrick. Oh! Ja, das wird ein TikTok-Clip. Ja. Junge, wow. Junge! Wir sehen hier großen Fußball, mein lieber Gott. Und jetzt hat er. Bozio! Und da ist es! Da ist es! Anschlussrepper 1:2. Oh! Und das ist es! 3:1. Niklas Leo, den schiebt da ein. 4:1, das Ding ist durch, Deckel drauf. Da ist der Mann. Gibt Torjubel. Ja. Der deutsche Haaland macht den Haaland. Ja. Cubanito zaubert und den macht er. 5:1, klare Ansage. Visca Barça hat allerbeste Chancen aufs Halbfinale. Langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Das nächste Spiel. Team Trimax versus Team Illigella. Und ich gebe wieder ab zu dir, lieber Robby. Ja. Oh. Da rappelt's einmal, allerdings nicht im Tor, sondern nur am Gebäck. Boah, wichtiger, hoher Ballgewinn. Von Eli und jetzt der Konter. Scherb. Oh, super Tor von Scherb. Super Tor. Oh, super. Super kurzer Eckball von Kevin Pardewitz. Der weiß genau, was zu tun ist. Oh, super Bewegung von Lefty. Ist das stark? Super Parade von Null aus. Und Elis Mannschaft wirkt, als habe sie es im Griff. Allerdings Trimax-Team schon zwei, dreimal wirklich furios nach vorne gekommen. Jetzt Eli. Super Ding von Eli. 5. Minute, 3:1. Eli einmal unter die Latte. Ey, du hast den Hötzl auch so nicht wegverteidigt. Nein. Boah. Super. Nichts zu machen. Ich hab's dir gesagt, Tom. Team Eli, die sind richtig eingespielt. Ja. Man merkt das. Auch da mal wichtig, ein bisschen Luft rauszunehmen, die Ball auch mal eins auszuspielen. Und dann haben sie eben Omet. Du siehst, die Halle ist gefüllt. Jetzt ist die Frage, siehst du auch Qualität auf dem Spielfeld? Absolut, muss man sagen. Ich denke, vor allem jetzt dieses Spiel heute. Und vor allem, ich glaube, dass Eli schon die Karten in der Hand hat. Ich glaube, dass er es gewinnen wird. Aber die Qualität in dem Spiel, muss man sagen, ist schon relativ hoch. Und Eli. Ist das stark? Ich glaube, es war MVP. Das war wild. Und Eli mit dem Ball gewinnt. Sehr gut. Legt ihn quer. Oh. Und Dullen Mike mit dem Ausflug. Hoffentlich mit Reiserücktrittsversicherung. Nein. Doch. Er hat Glück. Klar, jetzt muss ein bisschen mehr kommen von Team Trimax. Die müssen mehr aufwachen. Und das ist die Folge. 7. Minute. Mooba schickt Trimax einmal ins Kino jetzt. Und hat jetzt die Chance auf 5:1 zu stellen. Scherb mit seinem 3. Treffer in der Partie. 9. Minute, 4. Treffer. Sorry. Wow, das ist dann... Zählt er? Doch, der zählt. Okay, 5:2. Alles klar, war ein schnell ausgeführter Anschluss. Ich denke, ums Torverhältnis muss sich Elis Mannschaft keine Sorgen mehr machen. Die hier powert und powert und powert. Pannet zieht das Foul, macht er gut, macht er clever. 1 Minute noch.
Drei Treffer braucht Team Trimax noch. Oh! Ei. Schade, möchte ich sagen. Dullenbein! Omet ist raus. Strafstoß. Omet macht ihn. Gut pariert als Torwart. Strafstoß rausgeholt. Dritter Spiel, dritter Sieg. Souverän, sag ich schon nur, ja. Wir machen das super, jetzt kommen die wichtigen Spiele, K.O.-Spiele, jetzt wird's heiß. Dritter Spiel, dritter Sieg, ja. Halbfinale, ich weiß noch nicht, gegen wen wir spielen müssen. Ich sag dir, ein bisschen Angst habe ich vor Team Visca Barca. Und hier, von Mickey, die sind auch irgendwie, die gehen auch durch, ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie findest du nicht so ins Spiel, kann das sein? Ich habe wenig von dir gerade gesehen. Die erste Hälfte war ich draußen, die zweite Hälfte haben wir gefühlt mit 4 Stürmern auf einmal gespielt. Aber Elis Team ist schon sehr stark. Fast so gut wie raus, ne? Viel geht nicht mehr. Ja, jetzt müsste Sydney gegen Armagh gewinnen im nächsten Spiel, dass wir noch drin sind. Wir gucken mal einmal auf die Tabelle, wie es denn aussieht. Wir schauen mal nach. Team Illigella hat 9 Punkte, Team Armagh 3, Team Trimax 3 und Team Sydney 0. Und wir kommen zum nächsten Spiel und das ist Team Visca Barca gegen Team Gamer Brother. Und die haben den ersten Treffer. Und da ist der erste Treffer. Und jetzt vielleicht die Chance zum 1-1. Da und das ist es! Armee! Oh! Mit dem Schlusspfiff! Nicht zu fassen! Das ist natürlich! 2-1! Da macht Musti nichts mehr. Junge, Gronski am Boden. Völlig gebrochen. Mustis Urhieb. Gamer Brother verliert mit seiner Mannschaft 3-mal. Es gibt eine kleine Ankündigung zu machen. Und da schauen wir uns jetzt mal die passende Matze an. Matze ab! Reason! Du holst mir meine nächsten Earnings. Du holst sie mir. Du kannst dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen. Für alle, die Fortnite kennen, die wissen, wie gut er ist. Einer der besten Spieler der Welt. Sag mal was. Ich bin Reason, 16 Jahre alt und gehöre meinem Vater mit den besten Spielern der Welt. Die wichtigste Frage, wie viele Earnings hast du? Ja, um die 400.000. 400.000 Euro Earnings mit 16. Alle nochmal ein bisschen Welle machen hier für Reason. Eine Sache noch. 1, 2, 3. Werfen wir jetzt nochmal gemeinsam einen Blick auf die Tabelle und schauen einmal nach oben. So sieht es aus in der Gruppe B. Team Visca Barca 7 Punkte, Team Mickey 4, Team Unsympathisch 3 und Team Gamer Brother leider gerade ausgeschieden. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist das Team von Armagh versus Team Sydney. 5 Treffer hat Sydney schon gemacht in diesem Turnier. 6. Treffer. Sydney bitte zum Tanz. Sydney! Ich bin stolz auf ihn. Ich bin stolz auf die Lakers. Ich habe hier eine absolute Legende neben mir. Oh!